Ja, Sir. Der Evakuierungstrupp ist ausgeschaltet. Übernehmt die Drohne am Uhrenturm. Wer kommt? Manuelle Steuerung aktiviert. Ich halte ihn auf, Sir. Jim, der Uhrenturm ist umstellt. Ich sichere den Bereich und lass dich wissen, wenn es sicher ist, reinzugehen. Verflucht! Die Rattler wurde getroffen! Ihnen gehen die Drohnen aus, Sergeant! Die Bewegungen dieses Dings! Ich krieg's nicht zu fassen! Rattler zerstört! Milizkräfte überall um den Uhrenturm, Jim. Im Batmobil bist du geschützt. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastarde erledigst. Doch, tust du, Jim. Barbara würde nicht wollen, dass du dich umbringen lässt. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Aber sofort. An die Einheit am Uhrenturm. Batman weiß, dass wir seine Freundin haben. Er kommt zu euch. Haltet ihn auf. Ich sollte erst die Miliztruppen auf dem Dach des Uhrenturms ausschalten, bevor ich hineingehe. Er hat gerade unser Panzerblatt gemacht. Oh Gott, wo ist er? Weiß nicht, ich kann seine verdammte Panzerkarre nicht sehen. Er schleicht sich wahrscheinlich gerade an uns ran. Er ist allein, kein Problem für uns. Ja, ein Typ, der gerade einen ganzen Panzer so vernichtet hat. Ganz ruhig. Die haben ihn sicher längst ausgeschaltet. Und sind zurück zur Basis. Glaubst du nicht, wir hätten es schon gehört, wenn Batman erledigt wäre? Das ist übel, echt übel. Er ist bestimmt hier und sieht uns zu. Jetzt hör auf, Mann. Als hättest du ans Scarecrows Angstgas geschnuppert. Wenn er auftaucht, müssen wir bereit sein. Nur eine Sekunde und er haut dich K.O. Dafür hat der Knight uns ausgebildet. Ich bin bereit. Gut, jetzt halt die Augen offen. Er kommt. Der Bereich ist sicher. Treff mich im Uhrenturm. Ich bin beeindruckt.
Deine Tricks werden sehr schnell alt, Batman. Colleen? Bist du's wieder? Colleen für dich! Noch nicht ohnmächtig werden. Komm schon, zeig etwas Rückgrat. Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Dieses Chaos wird ihn rasend machen. Es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerungen zu schwelgen. Was, Bats? Und jetzt ein Logenplatz für die Hauptattraktion. Man sollte meinen, der alte Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst verkrüppelt ein gut aussehender junger Irrer seine Tochter. Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Bats. Er wird das verstehen. Ist ja nicht so, als hättest du seine Tochter sterben lassen. Zumindest noch nicht. Die Nacht ist noch jung.